Herzlich willkommen zum zweiten Vortrag der zweiten Blockrunde. Wir bleiben inhaltlich in gewisser Weise bei Gebäudedaten, nur jetzt betrachten wir nicht mehr Dächer und Informationen aus einer Luftbildperspektive, sondern es geht um Räume, Wände und Türen, also so ein bisschen in die Richtung Gebäudemodelle und Topologien im Haus und Gebäude. Genau, Helga Tauscher wird heute den Vortrag halten. Prozedere, ich sag's trotzdem nochmal, ihr kennt es aber, nutzt gerne den Chat, solange er geht und wie er funktioniert, denn das Frage-Antwort-Spiel ist dann wesentlich einfacher und schneller, weil mit dem Mikro hin und her dauert immer relativ lange. Alles klar, viel Spaß. Ja, hallo, genau, Helga Tauscher ist mein Name. Ich komme auch aus Dresden, wie der Vorredner, bin an der HTW Dresden, Fakultät Geoinformation in Forschung und Lehre tätig, habe aber auch eine ganze Reihe Softwareentwicklung in Bauwesen und Architektur gemacht und bin die Maintainerin des Open-Source-BIM-Servers. Heute will ich über korrekte OpenStreetMap-Räume, Wände und Türen und deren Ableitung aus IFC-Gebäudemodellen sprechen. Es geht also um die Erzeugung von Innenraumdaten aus digitalen Gebäudemodellen und für solche Projekte wie eben, wenn die sich jetzt auf Innenräume beziehen würden, öffentlich zugängliche Innenräume, dienen diese Daten als Grundlage oder braucht man die als Grundlage? Ich bin von Haus aus Bauinformatikerin und dieser ganze Bereich des Building Information Modeling ist wahrscheinlich in diesem Rahmen jetzt auch schon ein Begriff, sozusagen das Äquivalent zum GIS für Gebäude. Wir arbeiten hauptsächlich im 3D und 2D ist eher nachrangig, während das in der Geowelt ja so ein bisschen umgekehrt ist. Wir erzeugen eigentlich ziemlich viele Daten während der Planung, detaillierte Informationen über die Gebäudeinnenräume in Anwendungen wie diesen, in Autorenanwendungen, CAD-Anwendungen, hier zum Beispiel vom Marktführer Autodesk das Revit, also wo man wirklich für jedes Bauteil auch sehr detaillierte Informationen angeben kann und mitführen kann. Es gibt einen anerkannten Standard in der Branche, der dazu dient, diese Informationen auch zwischen verschiedenen Anwendungen auszutauschen. Das sind die Industry Foundation Classes, IFC. Building Smart ist die Standardisierungsorganisation, die das vorantreibt. Und wir haben uns dann gefragt in einem Projekt, warum man diese Daten eigentlich nicht verwendet oder wie man sie verwenden kann, um Kartendienste und Stadtmodelle auch mit Innenraumdaten anzureichern. Also wir haben in dem Projekt, das war eine Vorstudie, gefördert vom BMDV im M-Fund, Mitte letzten Jahres zu Ende gegangen. Wir nehmen also IFC als Eingangsformat, detaillierte Gebäudedaten und konvertieren die dann in verschiedene Grundrissdarstellungen in verschiedenen Formaten, wobei jetzt OpenStreetMap 1 ist. Außerdem haben wir noch CityGML und IndoorGML uns mit angeguckt und die Idee ist so ein bisschen, dass die wahrscheinlich relativ viele Gemeinsamkeiten haben. Wir haben aber festgestellt, dass sie auch fundamentale Unterschiede haben und dass es deswegen Sinn macht, so ein Zwischenformat zu erzeugen und dann daraus das alles abzuleiten, sodass man auch verschiedene Software und Nutzerbereiche quasi bedienen kann mit den gleichen Daten, ne? Also verschiedene Biotope von vorhandenen Tools. Und das Zwischenformat, das haben wir bei der letzten FOSCIS vorgestellt, das war also noch vor Abschluss des Projekts. Diese Vorstudie war an der Bauhaus-Universität durchgeführt worden und wir bahnen jetzt quasi an der HTW ein Folgeprojekt an, wo wir auch nochmal ein bisschen auf die Anwendung von den Daten dann gucken, die wir da erzeugen. Aber
Auch auf sowas wie rechtliche Daten, was jetzt rechtliche Fragen, Fragen der Bereitstellung, was jetzt gerade in den Fragen angesprochen wurde. Aber vielleicht jetzt erstmal zu dieser Vorstudie. Ergebnisse, die wir da hatten. Ich habe jetzt hier mal aus den OSM-Daten, die wir erzeugt haben, zwei Beispiele rausgegriffen. Die basieren auf sehr bekannten IFC-Datensätzen, die oft als Samples genommen werden. Das sogenannte FZK-Haus und Smiley West sind beides Wohngebäude. Vom KIT sind die zur Verfügung gestellt worden. Und wir haben uns darauf beschränkt, erstmal in dieser kleinen Vorstudie nur die wesentliche Elemente zu betrachten und Raumpolygonen und Türen, also Verbindungen zwischen den Räumen zu extrahieren und alles nur innerhalb einer Etage. Also wir haben die vertikalen Verbindungen erstmal rausgelassen und wir haben in dem Projekt auch erstmal einen wesentlichen Fokus, den wir gerade für das OpenStreetMap gesetzt haben, war die Georeferenzierung anzureichern im IFC, die korrekt auszulesen und korrekt zu transformieren. Für die OSM-Daten. Deswegen sieht man vielleicht schon, dass diese erzeugten Daten so ein bisschen defizitär sind. Also wir haben diese, wir haben die Raumpolygone, die Umrisspolygone, wir haben die Türen als Knotenpunkte, aber die hängen da so ein bisschen in der Luft dazwischen und das macht die natürlich nur begrenzt nützlich. Man kann das schön anzeigen und kann sich das angucken, aber für das Routing und die automatisierte Verarbeitung ist das natürlich nicht ausreichend und deswegen sind wir im Nachgang des Projekts jetzt, also zwischen den zwei Projekten quasi nochmal so ein bisschen weitergegangen und haben diese OpenStreetMap-Erzeugung speziell nochmal verbessert, weil diese Probleme treten aufgrund der Datenformate bei CityGML und IndoorGML nicht in der gleichen Weise auf. Also wir haben uns nochmal angeguckt, was sind denn das für Elemente aus IFC genau, die wir da verwenden, um besseres OpenStreetMap-Daten zu erzeugen. Und die wesentlichen Elemente, die uns da interessieren, semantisch, sind eben Wände, Öffnungen in den Wänden, Türen, die diese Öffnungen verschließen und dann die angrenzenden Räume. Und da gibt es ja so ein paar wesentlich fundamentale Unterschiede, wie die in den Gebäudemodellen modelliert sind. Das eine, das sieht man vielleicht oben, ist, dass die CAD-Modellierungsparadigma, die geometrischen, explizite Konstruktionsoperationen mitführen. Also im CAD wollen Sie wissen, wie ist die Geometrie konstruiert worden, weil man das auch im Nachhinein noch verändern wollen will. Zum Beispiel bei dieser Wand und der Öffnung hätte man eben zwei Volumen, eins für die Wand und eins für die Öffnung. Und durch die Semantik, dass das eine Öffnung, das andere eine Wand ist, hängt da eine implizite boolesche Operation mit dran, dass diese Öffnung eben ein Loch in die Wand schneidet. Und da gibt es ganz viele andere Operationen noch, eine ganze Vielfalt von Arten, wie diese Geometrien repräsentiert sein können. Das ist so das eine, der eine Unterschied. Und der andere Unterschied ist, dass also wir haben verschiedene, wir haben Semantik zuerst, wir haben also alles muss einen Typ und eine Eigenschaft haben und die Geometrie kommt erst danach. Und diese semantische Differenzierung, die schließt auch, also sowohl physische, also konstruktive Elemente, Wände, tragende Wände, also die auch dann Hindernisse sind, mit ein, aber auch abstrakte Elemente wie räumliche Strukturen, also die Raumgeometrien. Und ja, wir haben, um das noch ein bisschen komplexer zu machen, das sind nicht nur Volumen, sondern es werden auch, können auch Flächen modelliert werden und die in Relation zu den Volumen. Also wir haben eine explizite Darstellung dieser Verbindung zwischen Räumen und Wänden zum Beispiel. Also wenn ein Raum an eine Wand grenzt oder der Raum von der Wand begrenzt wird, bildet sich dazwischen eine sogenannte Space Boundary und das ist nichts weiter als die, also ja, der Fakt, dass diese beiden zusammengehören. Also die Wand den Raum begrenzt und die Raum von der Raum von der Wand begrenzt wird. Und diese Space Boundaries können auch wieder Geometrien haben, müssen aber nicht. Also die Berührungsfläche können damit enthalten sein. Und
Das macht es, wenn das so enthalten ist, relativ einfach, so eine Graphstruktur daraus zu extrahieren, auch ohne, dass man unbedingt diese Berührungsgeometrien da hat. In OpenStreetMap ist das quasi umgedreht, da brauchen wir diese Berührungsgeometrien, das sieht man hier vielleicht nochmal ein bisschen besser. Also in Indoor-GML, was wir uns ja auch angeguckt haben, da mache ich jetzt nur einen kleinen Exkurs zu, das ist ja jetzt nicht mein Hauptthema, kann diese explizite Nachbarstruktur noch ein bisschen formaler und besser ausgedrückt werden, weil da hat man sogar zwei Graphen, ne? Da gibt es also diese Verbindung zwischen den Räumen, auch in beide Richtungen, also die Räume selber sind Knoten in einer Graphstruktur. Und dieser Graph der Verbindung zwischen den Räumen ist dual zu den Umrissen der Räume und den entsprechenden Knoten. Also zwei duale Graphen. Und wir haben auch diese Terminologien vom dickwandigen und dünnwandigen Modell. Da kommt es dann dazu, dass beim Indoor-GML, bei diesem dickwandigen Modell, wo also die Wandoberflächen Abstand haben, diese Transitionsräume entstehen, wo die Türen drin sind, also für die Öffnungen. Und das dünnwandige Modell, das entspricht, wenn man so will, vielleicht ein bisschen eher dem, was wir in OpenStreetMap haben wollen. Da liegen die Wände aufeinander. Ja, gut. Und in OpenStreetMap haben wir nur einen von den beiden Graphen, nämlich in der Regel ist es auch dünnwandig, das Modell, aber es gibt Diskussionen, ja, wann sollte das dickwandig sein und wann nicht? Und in unserem Projekt hatten wir jetzt uns erstmal, weil das einfacher zu extrahieren ist, auf das dickwandige kapriziert. Aber das dünnwandige, das ist sozusagen als ein Ausblick. Und wir haben uns jetzt nochmal verschiedene Versionen angeguckt, wie wir trotz des dickwandigen das verbessern können und besser machen können. Und zwar in der alten Version hatten wir diese Raumumrisse und diesen Türknoten freischwebend dazwischen. Wenn man jetzt diese Geometrie dazwischen mit einbeziehen, könnte man das so machen wie im Indoor-GML, dass der Korridor da separat abgebildet wird, dann hätte man aber zwei Türen. Oder man schlägt die Türnische zu einem der Räume zu oder zu beiden Räumen. Also die Frage ist, wie geht man mit dieser Türnische quasi um und schließt da die Topologie an der Stelle. Und haben uns für die letzte Variante entschieden, haben da so einen Algorithmus ausgearbeitet, also wir ist ein bisschen viel Text, aber kann man auch nachlesen. Wir breiten die CSG-Geometrie auf, projizieren die in 2D und bereinigen die dann, dass sowas rauskommt. Nämlich nach dem Verschnitt, das ist eine saubere geometrische Basis für das, was dann kommt. Und können dann diese gemeinsamen Punkte für benachbarte Raum- und Öffnungspolygone ermitteln und ja, da die Mittelpunkte nehmen und dann einfach diese Flächen zuschlagen auf den beiden Seiten. Und das ist dann jetzt hier nochmal im Ergebnis, also die alte Version, neue Version. Auch bei dem großen, bei dem Wohnhaus hat das auch gut funktioniert. Und hier ist nochmal das FZK-Haus. Hier sieht man, dass es hier noch ein paar Probleme gibt, die sind aber anderer Natur. Und damit bin ich eigentlich auch schon, jetzt bin ich am Ende doch ein bisschen schnell geworden, fast am Schluss. Wir haben so ein paar Sachen, die wir uns gerne noch angucken wollen, dann im Folgeprojekt. Das ist zum einen dieses dünnwandige Modell. Das sind die vertikalen Verbindungen und was wir auf jeden Fall auch machen wollen, ist nicht nur Wohngebäude zu betrachten, sondern öffentlich zugängliche Gebäude, weil das sind ja eigentlich die interessanten, für die man die Innenraumdaten auch haben will. In dem Folgeprojekt wollen wir dann auch darauf gucken, was kann man mit diesen Daten eigentlich anfangen, mit einem Schwerpunkt auf Barrierefreiheit und wie ich auch schon gesagt hatte, uns auch damit beschäftigen, wie kann man die bereitstellen, wer ist der Inhaber von den Daten, wer darf das, kann das, wer will die überhaupt haben und will die dann verwenden und solche rechtlichen Fragen auch mit betrachten. Und eine Idee, die es in dem Zusammenhang auch noch gibt, ist die einer sozusagen datenspannenden Anwendung, um Inhabern von digitalen Gebäudemodellen von öffentlich zugänglichen Räumen die Möglichkeit zu bieten, die zu konvertieren und als Kartierungsgrundlage bereitzustellen. Ja, soweit.
bin gespannt auf die Fragen. Ja, dann lasst uns mit der Fragerunde starten. Ich mach's mal andersrum, gibt es direkt eine Frage im Raum? Dann können wir die vorwegnehmen. Dann bleiben wir beim Chat. Und zwar gibt es jetzt hier eine Ansammlung an Fragen, die aber relativ, der Beitrag hat zumindest relativ viel Votings bekommen. Als OSM-Mapper stellen sich mir die Fragen. Was sind IFC-Daten? Vielleicht als erstes. IFC ist, das hatte ich am Anfang nur ganz kurz erwähnt, ist der anerkannte Standard zum Datenaustausch für digitale Gebäudemodelle. So ein bisschen aus der Domäne, also aus einer anderen Perspektive. Du hattest das Beispiel Geograf versus Architekt. Aus der Architektur und Bau. Und zwar über den ganzen Lebenszyklus von Gebäuden. Also von der Planung, nicht nur die Planung. Die IFC wird auch verwendet, um Daten dann im Betrieb des Gebäudes zum Beispiel oder während es gebaut wird, die Informationen, die da nötig sind, zu erfassen. Also als, wenn es jetzt hier steht, OSM-Mapper, wie komme ich an die Daten ran? Gibt es da öffentliche Quellen, wo man solche Daten mal selber beziehen kann? Genau, das in der Regel nicht, weil deswegen wollen wir uns das jetzt auch angucken, wer hat die Daten eigentlich? Das sind zum einen gibt es die Architektur- und Ingenieurbüros, die solche Daten erzeugen. Dann gibt es die Bauherren, die dann auch quasi beauftragen, ne, und dann auch weiterverwenden über Lebenszeit des Gebäudes. Dann gibt es natürlich die Ämter, die die Bauanträge prüfen. Also es gibt verschiedene Akteure, die mit diesen Daten in Berührung kommen und auch verschiedene rechtliche Beziehungen dazu haben. Und was ich sozusagen interessant fände, wäre zu gucken, wie können man die in die Lage versetzen, die bereitzustellen, dass so ein Mapper hingehen kann und sagen kann, ich nehme das. Ja, sonst, ja, gerne. Also ich bin von der Deutschen Bahn und sitze auch nicht ohne Grund hier. Wir sind genauso ein Anwendungsfall, denke ich. Wir haben Bahnhöfe, die öffentliche Innenräume zur Verfügung stellen und sind durchaus interessiert daran, solche Sachen mal auszuprobieren mit Ihnen. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Angelehnt an die Fragen, die hier stehen, ich versuche das mal zu kombinieren. Hier ist nämlich ein Beitrag, ich befürchte OpenStreetMap für diese Unterfangung wenig geeignet ist, denn es basiert auf den On-the-Ground-Regeln. Das heißt, dass der Mapper vor Ort oder frei dafür verfügbare Luftbilder die Situation erfassen bzw. ändern, überprüfen kann. Wenn man jetzt das überträgt auf so Bahnhöfe, lädt ihr die auch in OpenStreetMap hoch? Oder also genau in die Richtung würde auch meine Frage gehen, wie geht man denn mit mehrstöckigen Gebäuden um? Das haben Sie ja jetzt explizit für den Vortrag ausgeschlossen, haben gesagt, Sie gucken sich nur eine Ebene an. Unsere Bahnhöfe haben natürlich häufig mehrere Ebenen. Wie würden wir die in OpenStreetMap darstellen? Das wäre genau auch meine Frage gewesen. Wir betrachten mehrere Ebenen, aber jede Ebene nur isoliert im Moment. Und die kann man in OpenStreetMap durchaus darstellen. Das ist nicht ganz einfach, es gibt da so ein paar Fallstricke, aber das geht auf jeden Fall. Was wir im Moment nicht betrachten, sind die vertikalen Verbindungen zwischen den einzelnen Ebenen. Die sind aber in diesem IFC-Modell theoretisch ja per Definition drin. Man betrachtet sie nicht aufgrund von Kompatibilität zu einer OpenStreetMap-Betrachtung. Nee, aufgrund von Ressourcen in der Vorstudie. Also okay. Es war einfach eine Vereinfachung. Ich glaube, dann ist der Haupt-Voting-Beitrag in gewisser Weise, glaube ich, abgeschlossen. Gerne korrigieren, ergänzen. Also hier waren auch Fragen wie, welche Lizenz haben die? Das hat sich, glaube ich, erübrigt, weil wahrscheinlich dann Urheber die Architekturbüros sind. Darf ich das als OSM-Map überhaupt nutzen? Ich komme nicht an die Daten, also wird es wahrscheinlich schwierig. Wie ist das mit der Frage, kann ich die als JSON laden? JOSM. Format. Ja, haben wir gemacht. Also das war jetzt die Abbildung, die Screenshots, das war Indoor Equal, wo wir die geladen haben, aber die in JOSM geht es genauso. Genau. Und zu dieser On-the-Ground-Prämisse, es ist natürlich so, dass in Bauvorhaben auch manchmal aus Kostengründen nicht am Ende noch so ein S-Bild-Modell erstellt wird, wo nochmal gemessen wird und das einfach nochmal modelliert wird oder angepasst wird an die Realität. Das ist aber nicht immer der Fall. Deswegen denke ich, das ist eine gute Grundlage und ich würde das, was wir hier produzieren, eher mit dem Luftbild vergleichen, ne? Was man dann zur Verfügung stellt. Und dann kann ein Mapper, eine Mapperin hingehen und das nehmen und kann das überprüfen.
Sonst noch als ergänzender Punkt, ich glaube, es ist in etwa beantwortet durch die Folie jetzt mit dem GitHub-Repository, ist die Umwandlung der IFC-Modelle Open Source. Ja. Dann bleibt noch eine Frage zum dünnwändigen Modell. Wie stellt ihr das correctes Routing sicher? Ich ergänze weiter, wenn zwei Flächen aneinander stoßen, wird ein Router dann nicht davon ausgehen, dass keine Barriere zwischen den Räumen existiert? Fragezeichen. Eine Barriere, die zwischen den Räumen gezeichnet wird, ist kaum algorithmisch zu berücksichtigen. Na, wir verwenden das Simple Indoor Tagging und wenn wir die Umrisse als Räume taggen, dann gelten die Umrisse ja als Barrieren, als Wände. Sonst die Folie, die du hattest mit den veränderten Polygonzüge, ist das dann eine offene, also es ist ja trotzdem zwei Polygone, die sich, die nicht disjunkt sich berühren, eine Barriere in dem Sinne, oder? Das, wo die Wand ist? Oder wo die ja, wo ihr die Verbindung hinzugefügt habt. Also eigentlich ist das ganze Polygon wird als Wand behandelt, inklusive dieses Stückchens, was hier dazwischen ist. Aber dadurch, dass da eine Tür drin ist, die, also ein Knoten von beiden Polygonen geteilt wird, die als Tür getaggt ist, kann der Router dort... Das heißt, darüber routen. Kann ich mir dann die Annahme zusammenbasteln, dass da die Barriere nicht existiert. Ja. Ich glaube, wenn es keine Fragen im Raum mehr gibt, ich habe noch eine Frage gestellt, eigentlich auch im Chat. Wenn ja die Türen, wenn man das ja praktisch sieht, sind ja die selten mittig bezogen auf die Wand. Würde es dann nicht grundsätzlich Sinn machen, die, so wie es richtig ist, entweder auf der einen oder auf der anderen Seite einzuzeichnen? Und das würde dann pro Türdurchgang auch noch zwei Knoten sparen? Ja, das ist diese Variante, die wir hier auch einmal, diese Variante? Genau, ja. Ja, aber normalerweise haben sie ja den Anschlag, da ist die Tür gegengesetzt und dann ist auf beiden Seiten eine kleine Türnische und dann wäre es nur die Frage, ob man das berücksichtigt, ob das relevant ist, wo genau die Tür sitzt und man hätte trotzdem die zwei Knoten, wenn man zwei verschiedene tiefe Nischen auf beiden Seiten hat. Aber ja, ist eine Frage der Abstraktion, wie viel braucht man, wie viel Detail, ja. Antwortet das die Frage? Dann versuche ich nochmal die letzte aus dem Chat aufzugreifen. Ich glaube, wir hatten ja drüber gesprochen, IFC-Modell, urheberrechtlich schwierig, Zugriff auch. Was müsste die FSC-Modelle mitbringen, um verwendet werden zu können? Müssen bei der Modellierung der IDC-Modelle etwas beachtet werden? Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Typo und es ist beides IFC gemeint. Ja. Ja, genau. Also die können auch sehr unterschiedlich aussehen, weil dieser Standard sehr, sehr groß ist und sehr, sehr viele verschiedene Informationen drin sein können oder auch weggelassen werden können. Also definitiv gibt es so Modellierungsrichtlinien, was diese Modelle erfüllen müssen. Und in der Regel ist das so, dass das dann auch die Auftraggeber, also die Bauherrinnen vorgeben, wie die Modelle aufgebaut werden sollen, welchen Detailgrad die haben sollen, was für Informationen auf jeden Fall drin sein sollen. Und wenn man so eine Verwendung anvisiert, muss man das eben auch mit dann verlangen. Aber das wird sowieso, solche Anforderungen werden ausgetauscht im Planungsprozess ohnehin. Ist die Frage zufällig aus dem Raum oder ist sie rein aus dem Chat? Ah. Gibt es ergänzende Punkte? Warte, einmal aufs Mikro warten bitte. Hallo. Ja, das bezog sich letztendlich darauf, also welche Art sozusagen so etwas in Modellierungsrichtlinien einfließen kann, damit die Modelle erzeugt werden können, um letztendlich solche Ergebnisse zu produzieren. Ja. Also was muss sozusagen dabei beachtet werden? Ja, genau. Also da gibt es eine ganze Liste, was das Einfachste ist. Ja, zum Beispiel, dass wir die Space Boundaries brauchen.
Genau, auch Raumgeometrien überhaupt müssen auch nicht unbedingt mit drin sein. Das, was wir planen für das dünnwandige Modell, da müssten noch Achsenrepräsentationen mit drin sein, die würden wir da wahrscheinlich verwenden. Und meistens sind das dann solche Sachen, die man in CAD-Anwendungen, wenn man das exportiert als IFC, dann, weil in der CAD-Anwendung ist diese Information sowieso da, da muss man da irgendwo einen Haken setzen und dann kommen diese Informationen mit raus. Also stark vereinfacht gesprochen, genau. Wir haben noch 10 Minuten bis zum nächsten Vortrag. Ich habe noch eine Frage im Chat. Haben Türen eine feste Größe? Können die sich überschneiden? Also in OpenStreetMap sind Türen ja nur als ein Knoten, haben die keine Größe. Das, was wir jetzt hier als Türnische mit an den Raum ran addieren, ist die Größe, wie sie aus dem Gebäudemodell kommt. Also die kann 80 cm, 60 cm, 100 cm oder breiter sein, sodass die auch realistisch ist. Man könnte auch die Breite der Tür natürlich noch mit als Informationen daran hängen, aber ich weiß nicht genau, wo die. Denn also die Tür, die Koordinate, hatten wir ja gesagt, ist irgendwo nicht greifbar als Geometrie an sich. Wenn das jetzt an den Raum, an die Außengrenzen des Raums mit hinzugefügt wird, die Nische, kriege ich die auseinander divergiert, dass ich sage, okay, das ist der Raumanteil und das ist die Nische später, oder sehe ich das nur visuell? Also hier war jetzt die Entscheidung, das nicht als zwei separate Flächen zu machen, um den Detaillierungsgrad, der bei Innenraumdaten eh schon sehr hoch ist, verglichen mit, also für OpenStreetMap-Verhältnisse, da haben wir da nicht zwei Flächen draus gemacht, aber es könnte man theoretisch, also die Informationen sind da und natürlich auch die Breite und die Höhe, die lichte Breite und die lichte Höhe, die jetzt für zum Beispiel barrierefreies Routing oder sowas relevant sein könnte, die ist auch da. Kann man auch mit in das Modell nehmen. Sonst noch eine Frage? Genau, ich wollte auch nochmal auf die Typologie von Türen eingehen und auch von Räumen. Also weil das Ganze basiert ja auf dem IFC Space Objekt, also um mal präzise zu werden. Und häufig haben wir den Fall in IFC, dass Räume aneinander grenzen, da aber nirgendwo eine Tür ist, sondern das nur eine logische Trennung ist. Wird dann ein Routing, was ja möglicherweise mit diesen Indoor-Objekten auch passieren könnte, immer über diesen Knotenpunkt der Tür gemacht? Ist das sozusagen das verbindende Element, was dann als Routing auch da ist? Weil in den Grundrissen, die Sie gezeigt haben, gibt es ja auch Bereiche, wo Räume scheinbar fließend ineinander übergehen und auch gar keine Tür eingezeichnet ist, aber eben auch keine Wand da ist. Und sowas haben wir gerade in öffentlichen Räumen, glaube ich, sehr häufig im IFC-Schema. Genau, das sind, also wir sind, als wir das gemacht haben, da auch drauf gestoßen, also solche Zonen, wo wir virtuelle Raumgrenzen haben und keine physischen Raumgrenzen, aber man trotzdem, weil der Bodenbelag unterschiedlich ist, weil die Nutzung unterschiedlich ist, weil die Raumnummer unterschiedlich ist, aus irgendwelchen Gründen eben diese zwei Flächen trotzdem separat die Information braucht. Das gibt es tatsächlich sehr oft und das ist aber, wie bei vielen anderen Problemen, die wir gefunden haben, das gleiche Problem existiert auch, wenn man ohne so eine Datengrundlage, ohne das IFC ein Mapping machen wollen würde in OpenStreetMap, dann stellen sich die gleichen Fragen. Wie taggt man das, dass man am Ende über manche Raumbegrenzungen durchrouten kann und durch andere nicht? Und das ist, glaube ich, dann eher eine Frage, auch innerhalb der OpenStreetMap-Community tüfteln, wie das dann abgebildet werden soll. Also im IFC ist das ganz klar, da wissen wir das, ob das eine virtuelle oder eine physische Grenze ist, aber nur, wie kriegen wir das dann nach OpenStreetMap? Sonst zeig gerne nochmal die letzte Folie mit den Kontaktinformationen, weil wir haben jetzt noch 5 Minuten bis zum nächsten Vortrag. Wir nutzen das nochmal so ein bisschen als Umbaupause und Vorbereitung, aber genau, man kann sich ja gerne bei dir melden. Ich glaube, da gibt es noch einige OSM-Community-Fragen hin oder her. Aber aus dem Chat sind wir alle durch. Okay, sehr gerne.